Hallo. Also ich sehe mal wieder total scheiße aus. Ich laber zu viel. Definitiv. Also, nachdem ich mich gerade ziemlich um mein Aussehen gekümmert habe, es hat gerade geknallt. Für alle, die gut aufpassen, ja, es ist dunkler. Ich habe das ganze Video fertig in kleinster Kleinarbeit. Und ich habe nicht gespeichert. Puh, ich mache das ja jetzt also mal. Und jetzt geht's gleich nochmal los. Also, der einzige Grund, warum ich dieses Real-Life-Video mache, ist, es ist ja 1. Dezember. Und alle haben ihre Adventskalender, logisch, hoffe ich. Wer nicht, der ist schon, der tut mir echt leid. Aber wenn du dieses Video siehst und hast keinen, hast du jetzt einen, weil ihr kriegt einen von mir spendiert. Genau, er kriegt einen von mir spendiert. Ich habe vor langer Zeit einmal im allerersten Part einmal irgendwas davon gesagt, dass ich das McDonald's reviewen will, was ich dort hatte. Das werde ich tun. Und das ist eine Creative Mode Welt. Da ist halt dieses McDonald's drin, ein kleines, aber feines NPC-Dorf für, der möchte bestimmt nicht erwähnt werden. Ich habe für jemanden bestimmtes Mal dort einen kleinen Swimmingpool gebaut. Und außerdem habe ich dort auch noch so ein kleines Haus um mir, was nicht fertig ist, wo ich mich eigentlich nur um dieses Wasserdach gekümmert habe. Ist dort alles in der Welt drin und ich werde alles halt reviewen, halt in 24 Teile teilen. Und dann am 24. das komplette Video, also dann erst den Spot, darauf das komplette Video. Dann werde ich diese Welt noch zum Download bereitstellen. So, was mein zweites kleines Problem wäre, für die Fans, die ich habe, und das ist so gut wie keine, fehlt mir die Aktivität ein wenig. Die Leute, die ich kenne, die mir wirklich meine Videos anschauen, die lesen wahrscheinlich auch die Videobeschreibung, da sind halt immer genau diese Links da. Twitter, Facebook und Blog. So. Warum zum Teufel geht ja nicht mal drauf und drückt Like? Also ich finde das echt ein bisschen... Ich hätte euch gerne ein bisschen aktiver, weil ich habe auch meinen Blog, wo ich halt Real-Life-Zeug reinschreibe, was manchmal echt interessant ist. Dort aber auch, da ich keine Homepage habe, noch vielleicht, es ist so ein kleines Hinterprojekt, da ich noch keine Homepage habe, da ich keine habe, schreibe ich dort Zusammenfassungen von Let's Plays, textliche Zusammenfassungen. Dann noch meine Facebook-Fanpage, wo zwei Leute mich liken. Zwei Leute liken mich. Das ist voll, mein Blog ist der vorderste Eintrag zurzeit in eurer Aktivität. Und da habe ich den Banner von Facebook und zwei Fans. Vielleicht seht ihr das gleich hier nochmal irgendwo. Zwei Fans. Wow. So, und dann war das ja schon so gut wie alles. Also das mit dem Adventskalender. Heute haben wir Donnerstag, also den ersten. Morgen ist Freitag. Da habe ich Zeit. Da mache ich Türchen 1 und 2, weil es jetzt schon etwas spät ist. Und ich meine Freizeit auch noch brauche und ich halt das Video mache und da schon genug Zeit verbrauchen wird. Deswegen machen wir das jetzt so, dass ich morgen für Donnerstag das Stückchen rausbringe und für Freitag und dann jeden Tag halt das kleine Stückchen. Die vielleicht schon vorschneide. Und da wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten für den 24. und wünsche mir ein bisschen mehr Aktivität. Also liken kostet nichts und followen erst recht nicht. Also, ja. Natürlich. Also, hier könnt ihr jetzt noch ein wenig klicken. Zum Beispiel ist dort ein kleiner Abonnier-Button. Oder aber auch ein Like-Button von diesem gerade erzählten Mist. Ja. Außerdem noch ein klein wenig Following und vieles mehr.
klickt ein bisschen durch. Wenn ihr wartet, kommt ihr jetzt gleich zu den Outtakes. Viel Spaß! Und dann fahren wir an. Und dann werde ich... Das gibt's doch gar nicht. Ich hoffe, ich habe schon gesagt, das ganze Video. Ja. Outtake produzieren ist natürlich super. Für Langeweile. Da sollte noch irgendwas. Textliche Zusammenfassungen. Außerdem. Genau, deswegen. Deswegen machen wir das jetzt Show. Ich krieg heute überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Deswegen machen wir das jetzt so, dass... Ganz klar. Genau, ich mache morgen... Für Volksbank. Nein, mein Rollo ist weg. Schleichwerbung.